Moin, meine lieben Reisebegleiter, und herzlich willkommen bei unserer luftigen Reise hier über der verseuchten Erde von Forever Skies. Und ich bin schon mal zum nächsten hier Dingenspot weitergeflogen. Hier Windräderspot, weil wir ja einiges an Helium auch benötigen. Und ja, deswegen bin ich hier schon mal weitergeflogen. Natürlich nehmen wir das ganze Kupfer hier mit, ne? Das muss sein. So, dann gucken wir mal hier vorne. Oh, wie kommen wir denn da am besten hin? Wahrscheinlich hier hinten irgendwie rum, oder? Oh. Ja, gucke ich gleich mal. Da unten gibt es auf jeden Fall gutes Zeugs, was wir gebrauchen können. Ja, wie gesagt, hier wird es einiges Copy-Paste-mäßiges geben, ne? Das ist ja immer so. Aber wir brauchen jetzt Material, damit wir anfangen können zu bauen. Richtig? Da will ich jetzt schon mal fleißig dran sammeln, ne? Und ja, ich zeige euch gleich noch einen Plan. Quatsch, hier, Metallbodendecke. Ja, geil. Cool. Boah, hier gibt es schon wieder schön viel Stuff, ne? Das finde ich geil. Gefällt mir. So. Boah, wir sammeln und sammeln und sammeln, ne? Warte, hier haben wir noch nicht reingeguckt. Aber hier ist auch nichts. Hier gibt es auf jeden Fall mal das, weswegen wir überhaupt hier sind. Also auch, nicht überhaupt, aber auch. Da hinten habe ich noch eine Wand vergessen. Aber wie ihr seht, da haben wir jetzt eine Metallbodenplatte gefunden. Müssen jetzt hier einfach mal ein bisschen durchsuchen. Ja, so sieht's aus, ne? Ja, die Wand noch eben mitgenommen und die Wand. Oh, und gut, dass wir nach der Wand geguckt haben. Sonst hätte ich das hier schon wieder übersehen. So, ja. Dann haben wir den Teil schon mal erledigt. Dann gehen wir mal da hinten. Ja, wie kommen wir da jetzt am besten hin, ne? Ah, springen. Ja, springen. Ich hatte ein bisschen Angst. Kann man hier, guck mal, hier liegt auch noch so ein Datending. Entleerung des Mülls. Das ist unsere letzte Lieferung hierher. Der Lift, auf dem wir gearbeitet haben, scheint komplett mit Staub bedeckt und zerstört worden zu sein. Wir wissen nicht einmal, ob unsere letzte Ernte für irgendjemanden von Nutzen sein wird. Wenn du hier etwas findest, was dir nützlich erscheint, nimm es ohne zu fragen. Ja, wen soll ich auch fragen? Ja. Wenn es denn hier was Nützliches gibt. Also ich würde hier ganz viel Nützliches rausnehmen, aber hier kann ich ja gar nichts mitnehmen. Schade eigentlich. Hätte mir gewünscht, hier wäre ein bisschen Loot oder so. Ja, hätte ich gut gefunden. Aber gut, man kann ja auch nicht alles haben. Da unten müssen wir auf jeden Fall noch hin. Gehen wir mal hier. Und dann hier. Dann hier kreuz und quer und rechts und links und zack. Und Kupfer. Wie viel Platz haben wir noch? Geht noch. Ja, ich lasse ja das gute Kupfer nicht hier, nicht wahr? Zeug werden wir bestimmt noch gut gebrauchen. Und manchmal, ey, ist die Performance echt schrecklich. So, hier geht's schon wieder hoch. Ja, muss ich nicht springen zurück, das ist gut. So.
Dann gehen wir mal hier so durch. Ja. Dann gehen wir doch jetzt hier zurück. Sind wir da hinten runter? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier bin ich doch falsch. Da vorne müssen wir hin. Da war der Müll. Da haben wir geguckt. Ja, da war nichts. Hier wollen wir runter. Genau. So, wegen dem Helium. Wie viel haben wir hier jetzt gekriegt? 3 Flaschen nur. Okay, wir müssen krumme Dinge machen. Also gefährliche Dinge. Kann ich da nicht hochspringen? Ah, jetzt sehe ich das Problem. Wir müssen im Duckmodus. Das klappt nicht. Wie komme ich denn dann da hinten bitte hin? Indem ich von da runterfalle? Ja. Und wie komme ich dann wieder zurück? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Naja, irgendwie muss ich ja hier hin. Ach, das geht. Du Arsch. Ja, klar geht das, ne? Nur springen war halt schwer. Okay. Muss man auch ein bisschen tricky sein hier, nicht so? So, dann haben wir das Gerät hier schon wieder auseinandergenommen, nicht so? Hier ist da hinten noch was. Da kommen wir dann mit dem Schiff dran. Das mache ich, wenn ich rüberfliege. Genau, dann zeige ich euch kurz, wo mein Ziel liegt. Oh. Sind wir aber an einer ganz bescheidenen Seite von dem Schiff. Was ich jetzt gerade gar nicht so cool finde. Doofe Sache das. Müssen wir da wieder zurück? Ja, hier. Dann eben hier lang. Heute würde ich mal ein bisschen Materialsammlungsrunde machen, ne? So, dann gucken wir mal hier. Ich habe das hier mal eben umgehangen. Und zwar da oben, 1,28 Kilometer. Da möchte ich hin zu dieser Dingens hier, ne? Ja, und ich habe das hier umgehangen, damit ich dann auch immer mal so gucken kann, ob wir noch richtig sind, ne? So bedeutet jetzt, wir müssen ein bisschen in die Richtung, nicht so? Ne, wir müssen gleich wieder in die Richtung da. Näher Richtung Norden. Dann würde ich auf der kleinen Plattform da gleich nochmal halten. Ja. Genau. Ja, können gleich wieder ein Stück darüber. Aber wir hopsen jetzt hier einfach mal von Dings zu Dings, ne? Von Plattform zu Plattform. Und bin dann gespannt, was wir an der nächsten Säule da finden. Aber auch an den kleinen Plattformen gibt es wichtige Dinge. Jetzt hier das kleine Stück schneide ich euch jetzt nicht raus, aber bei größeren Abständen schneide ich euch dann natürlich raus. Und aua, Schiff wurde beschädigt. Ja. Haben wir gemerkt, haben wir gemerkt. So, hier können wir schon mal ein ganzes End runter.
glaube 228 war es hier, ne? So. Dann wollen wir hier mal checken. Nehmen wir natürlich alles mit, was wir kriegen können. Jetzt müssen wir echt über so eine Baumdings hier hoch. Oha. Oha. Oh ja. Spannend. Baut mir bloß genügend Fallwege ein, dass ich hier möglichst tief runterfallen kann. Und möglichst easy. Hör mal hier. Elektronische Elemente nehme ich gerne mit. Da ist nochmal Flicken. Nix. Ja? Nix. Noch ein Flicken. Nix. Glas. So. Guck mal, was wir hier oben noch finden können. Was? Oh, Gerät leer. Schade. Soll ich das auch schon wieder aufladen? Aber hier gibt es immer ordentlich Plastikmüll, ne? Ja, und hier Batterien. Auch äußerst wichtig. Ja gut, dann gehen wir mal eben am Schiff vorbei und schmeißen das mal eben ans Ladegerät. Während wir uns dem anderen Zeugs hier widmen. Ich habe immer so ein bisschen Angst vorm Runterfallen, ne? Okay, hier. Könnte man sich nochmal einen zweiten von bauen? Dann müssen wir noch irgendwie da runterkommen. Hier irgendwo eine Leiter oder? Ah, dann müssen wir nachher hier über einen Baum wieder hoch oder was? Ach, du ahnst es nicht, ey. Ja. Oh, guck mal. Aber Plastikmüll haben wir schon mal gut was zusammengekriegt, ne? Ja. Hat doch was. Hat doch was. So ein Gewächshaus würde ich gerne noch mal finden. Wo haben wir denn hier einen Eingang? Hm? Auch nicht. Hä? Ja, Essen brauche ich auch, aber wieso komme ich denn da wieder nicht rein? Was ist denn wieder für ein Quatsch hier? Wahrscheinlich muss ich schon wieder über links gehen, ne? Mit den Materialdingen. A storm is coming. Auch noch. Ein Sturm, aber wir sind relativ weit unten, was ganz gut ist. Normalerweise ist das hier auch immer sehr gut, sehr schnell aufgeladen. So, trinken. Essen habe ich gerade nichts. Hm. Schade. So. Ui. Ganz schöner Krach hier. Ui, 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 ui. So, dann haben wir 10, 9 von 10.
Das ist schon mal nicht schlecht. Die könnte ich wegpacken. Maschinenteile. Wow, Mama Mia. Maschinenteile. Na, dann packt ihr erstmal hier mit rein. Klicken. Hatte ich hier drin. Okay. So, sehr gut. Eine Batterie haben wir nirgends mehr, ne? Nö. Aber alles schon wieder voll. So. Alles voll? Krass. Tatsächlich alles voll hier. Hier, Plastikschrott noch weg. Kupfer weg. Alter. Ne, Polymer, auch keins mehr. Ah, hier. So. So. Wie steht's denn hier? Wir hätten Platz. Dann brauche ich ja doch Synthetix kurz wieder. Für Essen. Ach Mist, Metall auch. Die musst du doch immer irgendwie was von an der Hand haben, ne? Das nützt nichts. Die brauchst du jedes Mal für jeden Schwachsinn. So. Essen organisieren hier. Oh, Inventar voll. Na, dann trink doch noch was. Schmutzwasser hinzufügen. Sehr gut. So, da schauen wir, da klärt der Sturm schon auf. Essen sind wir gerade am Fangen. So, dann koche ich was und gehe runter nochmal, ne? So. Kochen der Staubmonde. Zack. Den noch mal runterfahren in der Zeit. Und ich wollte noch mal da unten gucken, ob, wenn wir hier was mit dem Extraktor abbauen, wir dann da reinkommen irgendwie. Hier auch nicht. Nö. Wir kommen in die Hütte nicht rein. Warum nicht? Das ist ja echt ein bisschen blöd, so, ne? Gucken wir mal von oben noch irgendwie reinkommen. Ey. Also er hängt hier fest. Ich bin ja ängstlich, ne? Ah. Hier können wir gleich rein, ne? Und dann kommen wir nicht wieder raus. Pass mal auf. Doch, ich habe die Hoffnung, dass man hier so rüber dann wieder reinkommt. Wäre ja Blödsinn, wenn man hier nicht rein kann. Ja, die elektronischen Elemente sind schon sehr viel wert. So, aber das war's. Dafür hat es sich ja gar nicht mal so wirklich gelohnt hier. So, okay.
Dann können wir weiterfliegen. So, jubidu, jubidu. So, dann fliege ich nochmal die nächste Station an. Was? Ja, nimm mal den nächsten Köder. Essen. Falsch. Ach so, nicht nur hochfahren, sondern auch das Essen mitnehmen, ne? So, kochen, essen, Abflug. Ja. Ja, das passt aber schon. Der Kraftstoff in einem der Motoren ist aufgebraucht. Na, klasse. Da, ne? Mach mal eben welche fertig. 3 Stück sollten, ja, mach 4. Ja. Ja, mach 3. Machen wir 3. So, hier einen rein. Hier den Rest. Na, dann können wir ja doch noch mal gucken. Ich hatte ja letztes Mal noch irgendwo was übrig. Meine ich. Da ich aber alles in irgendwelche Kisten hier habe, ohne irgendeine sinnvolle Ordnung, muss ich nochmal einen machen. Nützt das ja nix, ne? Ja, voll ist voll, oder? So, wir müssen noch ein kleines Stück Richtung Osten, ne? Ja. Würde ich sagen, ich guck mal, wo wir als nächstes ankommen. Ich habe mich kurz ablenken lassen. Eigentlich müssen wir in die Richtung, wie ihr da oben unschwer erkennen könnt. Aber ich habe hier so ein Gewächshaus gefunden, wo ich gesagt habe, das müssen wir uns noch angucken. Dann werden wir hier diese und nächste Folge verbringen. Aber das ist schon sinnvoll, ne? So, das war irgendwo unter 280. So. Immer noch nicht? Immer noch nicht? Oho. So. So, dann können wir noch was essen. Trinken ist gut. Dann gehen wir direkt los, hier wollt. Jo. Ach, halt die Gosche. Ja, schlafen können wir nachher. Jetzt ziehen wir das hier erstmal durch. Die wird auch ähnlich wie die andere aussehen, ne? Ach, guck mal. Jetzt können wir hier auch mal alles mitnehmen. Ja, das Ding ist schon geil, ne? Wo geht der Teil auf? Hier? Ne, hier war's. Ach so, hier gibt's Pflanzenöl. Braucht ich das jetzt? Was haben wir da? Eine leere Flasche. Ja, komm, dann können wir eine leere Flasche mit Pflanzenöl befüllen. Oh nein, der macht das in die große Flasche rein. Das ist doch scheiße. So, was haben wir denn jetzt? Robustes Wandregal. Ja, guck mal. Ah, das ist blöd, ne, dass er dann immer die größte Flasche aussucht. Jetzt habe ich den Salat. Jetzt muss ich mir nochmal so eine große Flasche bauen. Was war das denn jetzt? Epoxid. Ah, ärgerlich. Na, dann nehmen wir hier alles mit, ne?
Nein, schön aufpassen und ich muss mir die große Flasche neu bauen. So ein Murks, ey. Also eigentlich würde ich jetzt gerne nur noch Glas abbauen mit dem Teil. Weil das scheint mir wertvoller zu sein. Als der Rest hier. So, hier gibt es keine Tür oder was? Doch, hier. So, hier gibt es wieder jede Menge Epoxid. Und Polymer gibt es hier viel, ne? Fünf Schluck können wir noch. Ja, aber Eisen kriege ich ja. Epoxid, ey, da müssen wir mal langsam was mit machen, so viel wie ich da schon von hab jetzt. Ehrlich. Aber da war doch noch Glas. Ja. Ich wette mit dir, wenn wir das Schiff ausbauen, werden wir noch jede Menge Glas brauchen, ne? Ja. Da bin ich fest von überzeugt. Hier war noch was. Hier war Glas. Hier ist nichts, ne? Ne. Ist das nichts? Doch, hier ist noch was. Oh, hier gibt es echt ordentlich Polymer, ne? Ja, hier ist auf jeden Fall für die Sammelfreude gesorgt. Der glückliche Looter wird hier noch glücklicher. Boah. Boah, wie viel Polymer haben wir denn jetzt hier schon alleine gesammelt? 12, ey. Krass. Crazy, Mann, crazy. Ja, wollte ich doch sagen. Hier gibt es doch noch Patat. Hier, Kolandergrüner. Oha. Einer reicht mir erstmal. Hier waren wir drinne. Doch, hier waren wir drin. Gut. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher hier. Guck. Was ist das da? Was ist das? Ach, das ist nur Rost. Verrostetes alles Ding. Ja, Gewächshäuser haben viel Glas. Hier ist dieses Viech. Ich höre es zumindest. Hydration level is decreasing. Hab nichts zu trinken mit. Wo sitzt denn dieses Biest? So. Scanners. Das ist die einlullende Grasgrille. So. Hey, was kann hier weg? Ein Patat kann ich doch ausschmeißen, ne? Die möchte ich mitnehmen. Ja. So, okay, wir sind eh voll. Dann würde ich sagen, machen wir hier die Runde zu Ende. Gehen vielleicht noch eben gemeinsam zum Schiff zurück. Kann ich bis zur nächsten Folge das Gerät hier nämlich auch wieder aufladen. So, wir haben eine einlullende Grasgrille.
wieder ein Teil mehr entdeckt. Sehr gut, ne? Sehr gut. Trinken müssen wir. Da muss ich noch mal eine große Flasche bauen. Hm. Das ärgert mich gerade am meisten, ne? Ja, das besorge ich uns dann alles zur nächsten Runde. Ach, hier. Ich pack alles weg. Mach noch mal neue Kisten. So, jetzt wollte ich aber mal was gucken. Oh. Ich bin vollgetankt, okay? Gut, ich räume hier alles ein bis zur nächsten Runde, hole euch dann dabei. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben, wenn euch interessiert, wie es auf meinem Kanal weitergeht. Und auch hier in Forsk Everskies, dann abonniert den Kanal, haut die Benachrichtigungen an. Dann seid ihr mal up to date. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.